Das wäre auch lustig gewesen. Ach, da ist auch ein Button mit Aufzeichnung. Wäre auch lustig gewesen, wenn das jetzt schon drauf gewesen wäre. Herzlich willkommen an alle, die das hier sehen können und insbesondere an meinen ganz besonderen Gast heute, den Jan von Berg, der die Reihe meiner Interviews Menschen, die mein Leben bereichern sollen, jetzt heute aktuell mal bereichern soll. Er hat sich ein paar Fragen notiert. Er stellt sich jetzt einfach mal kurz vor und ich sage euch dann, warum ich, als wir uns vor kurzer Zeit gesehen haben, gedacht habe, oh ja, den möchte ich jetzt interviewen. Ja, Silvia, danke schön für die Einladung in dieses Interview. Ist ja schön, wenn ich dein Leben bereichere. Das insofern ein ganz besonderes Interview. Ich freue mich, da zu sein. Ich bin, ja, Vorstellung 44 Jahre noch, habe drei Kinder, bin Hypnotherapeut, Business Coach, war früher mal irgendwann was anderes, habe auch mal was Ordentliches gelernt, aber vielleicht kommen wir da später noch drauf. Und heute beschäftige ich mich damit, oder seit 17 Jahren jetzt inzwischen beschäftige ich mich damit, Menschen, die zu mir kommen, sowohl im Coaching wie auch in der Therapie, behilflich zu sein, ihr Leben zu verbessern. Ja, ich manage Veränderungen, wie es so schön heißt, oder unterstütze dabei. Ich mache sie ja nicht, aber ich setze so ein bisschen die Leitplanken, damit meine Kunden ihr Leben so gestalten können, dass andere Ergebnisse rauskommen, als sie bisher hatten. Okay, bei mir kommen ja nur Menschen ins Interview, die schaffen nur die ganzen Hürden, die davor aufgebaut sind, wenn die begeistert sind von dem Ding, was sie da machen. Und wenn man mit dir spricht, dann hört man immer so, ja, das merkt man dann halt, ne? Dann, wenn der ganze Körper spricht und wenn die Augen glänzen, das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen, wenn du meinst, ich weiß ja nicht, was du vorher gelernt hast, aber das finde ich jetzt ziemlich ordentlich, was du da machst. Und ja, deswegen oute ich mich dann jetzt auch mal. Ich fand das sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast. Ich habe ja vor 2 Tagen, ach ja, also natürlich hast du ja auch kommentiert, als Aprilscherz, genau, vor 3 Tagen, das ist ja schon der vierte, gepostet, ich mache eine neue Ausbildung, Hypnose. Aprilscherz, Fragezeichen. Da hatte ich 27 Kommentare, wenn man deine zweimal rausnimmt, waren es immer noch 5. Und kein Mensch hat gedacht, dass das ein Aprilscherz ist. Weil die haben alle gedacht, nö, ist doch normal, wenn ein Anwalt auch ein Hypnotiseur ist. Warum denn nicht? Ne? Fand ich also sehr interessant, was ich denn wohl so für Kontakte habe, die das nicht verwunderlich fühlen, empfinden. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Was meinst du denn jetzt aus deiner Jahrzehnte Erfahrung? Stell dir mal vor, die Frau Rechtsanwältin, was kann die damit alles machen? Ja, ich denke, die Befürchtungen sind vor allen Dingen da, ne? Jetzt sitzt sie, jetzt muss die schon Hypnose anwenden, um mit ihren Mandanten da irgendwie zurechtzukommen. Nein, also Hypnose ist erst einmal ein Kommunikationsmodell. Das heißt, wie kann ich meine Kommunikation mit mir und auch mit anderen so verbessern, dass positive Ziele erreicht werden können. Was auch immer das jetzt ist, ist ja mal ein bisschen diffus, ja. In einem Anwaltsgespräch kann ich mir vorstellen, dass du wirklich sauber herausarbeiten kannst, was will der denn eigentlich? Was sind die Bedürfnisse dahinter? Wie kann ich dem als Kunden bestmöglich eine Unterstützung geben? Ja? Wie können wir vermeiden, aneinander vorbeizureden? Da gibt es natürlich viele Tools, die da auch schon im Kommunikationstraining irgendwo angewendet werden. Stichwort NLP. Ja, so, und da sind genau diese Schnittmengen, weil das NLP ja aus der Hypnose unter anderem heraus entstanden ist. Also insofern haben wir hier den Urvater, wenn du so willst, dieser Kommunikationsmodelle. Und wenn es dann nachher noch ein bisschen weitergehen soll, das heißt also, wenn du jemanden bei dir sitzen hast, dem es auch richtig schlecht geht, der in einem Zustand ist, wo der kaum seine Tränen unterdrücken kann, weil der mit der Situation nicht zurechtkommt, dann kannst du den im besten Fall natürlich da auch stabilisieren. Dem kannst du eine Unterstützung geben, ohne dass der da jetzt direkt zum Therapeuten im Zweifel rennen muss. Kann man natürlich auch. Ja, das ist immer eben, das mache ich also auch sehr, sehr gerne, weil ich ja eben dieses große Netzwerk habe. Meins ist ja dieser ganzheitliche Ansatz und ich möchte gerne den Menschen wirklich nachhaltig helfen, ne? Früher habe ich ja einfach gesagt, hier Scheidung und dann ist gut.
Aber so ist das ja nicht, ne? Dann sind die Baustellen mit den Echsen nicht geräumt und so weiter, ne? Deswegen, aber davon abgesehen, die Leute brauchen auch nicht zu befürchten, dass ich das nur wegen ihnen mache, denn es ist grundsätzlich so, wenn ich weitere Ausbildungen mache, dann mache ich das immer erstmal für mich. So bin ich ja überhaupt auf das Coaching gekommen, als der Mann dann gesagt hatte, dich aber nicht mehr, und ich gesagt habe, nee, das geht also jetzt hier gar nicht, ne? Ich will dich aber noch behalten. So bin ich dann auch aufs Coaching gekommen, um zu gucken, was ist denn da bei mir nicht in Ordnung. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen haben hier so viele Menschen gesessen, die, wo du gemerkt hast, die wollen wirklich. Und ich habe so fast alles rausgeholt aus meiner Werkzeugkiste. Und die wenden das auch an und irgendwann kackt es dann wieder ab. Oder wo du dann denkst, ja, wo ist denn da irgendwo innen drin, sitzt da ein Programm, eine Blockade oder sonst irgendwie, das wäre schon schön. Und da wollen viele wirklich und verstehen gar nicht, sind dann ganz verzweifelt, weil es nicht klappt. Ne? Mhm. Und da könnte ich mir dann eben auch vorstellen, da kann man mal ein bisschen noch genauer gucken. Und ich habe auch nicht die Ambition, jetzt hier als Hypnotiseur rumzulaufen. Aber wenn ich da eben schon so ein bisschen besser diagnostizieren kann und dann gegebenenfalls sagen kann, könntest du zum Jan oder keine Ahnung mal noch was machen. Also es ist einfach, um die Palette zu erweitern. Ne? Jetzt hast du gesagt, du hast früher mal was Vernünftiges gemacht. In Anführungsstrichen, ja, genau. Interessiert mich schon immer, wie sich die Menschen entwickelt haben. Was war das? Also ich habe irgendwann nach der Schule erstmal gesagt, ich möchte, also wenn ich jetzt mal so weit zurückgehen darf, ja, weil da hat es für mich auch mit der Hypnose angefangen. Also ich habe früher, vielleicht mal so als Hintergrundinfo, weil das führt so ein bisschen dahin, wie komme ich überhaupt zur Hypnose. Ich habe früher zwei Pflegefälle in der Familie gehabt. Ich habe also meine Oma gepflegt und später dann auch meinen Opa mitgepflegt. Da war ich 16 beziehungsweise dann 18, also immer so zum Ende der Realschule und zum Ende der Gymnasialzeit. Ich kann mich also auch noch gut erinnern, die schlaflosen Nächte und dann mit 16 im Unterricht eingeschlafen, weil wir die Nächte durchgepflegt haben. Also ich kenne diese Seite sehr gut und hatte dann das Bedürfnis gehabt, nach der Schule Zivildienst zu machen, um die Unterstützung, die wir da gekriegt haben, in der häuslichen Pflege so ein bisschen zurückzugeben. Das war so meine Idee. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe also ein Jahr oder 15 Monate waren es damals, häusliche Krankenpflege gemacht. Und das war im Kern, naja, sagen wir mal weitestgehend Sterbebegleitung. Das heißt, ich habe ein Jahr sehr intensiv mit Tod und letzten Gedanken zu tun gehabt. Das war für mich eine sehr wertvolle Zeit, auch im Rückblick gerade eine sehr wertvolle Zeit, weil du unterhältst dich dann halt nicht über regnet es draußen oder nicht, sondern über sehr tiefgreifende Themen. Und in dem Alter, ja, mit 19, das war schon nicht das, was im Alltag passierte. So, und die Sozialstation, die war damals im Gebäude der Rettungswache hier, im Ort, wo ich herkomme. Und ich habe dann da ein bisschen mehr Zeit verbracht und Spaß daran gefunden, auch diese Rettungsdienstzeit da zu nutzen, habe parallel eine Rettungsdienstausbildung gemacht und bin dann noch 7 Jahre ehrenamtlich im Primärrettungsdienst und in einer Schnelleinsatzgruppe, also für Großschadensereignisse, Katastrophenschutz dann geblieben. Wir sind jetzt zentral zwischen Köln und Bonn. Das heißt also, wir haben hier einen Flughafen, wir haben Bahntrassen, wir haben Autobahnen, wir haben die GSG 9 hier vor Ort, die zur Eigensicherung ja auch immer einen Rettungsdienst mit dabei hat, wenn die Einsätze fahren. Und. Das war also eine spannende Sache. Und habe also quasi nach der Schulzeit erstmal da sehr komprimiert ersten Einblick in diese Gesundheitsbranche bekommen. Und über meinen Ausbilder oder Chefausbilder, das war der Anästhesist, der Leitende, der Chefarzt von der Anästhesie, der machte Schmerztherapie. Über dieses Thema bin ich dann lustigerweise an die Hypnose gekommen. Er selber hat keine Hypnose gemacht, aber das Thema kam dann halt auf. Und dann habe ich festgestellt, dass man mit Worten Schmerzen beeinflussen kann.
Schmerzen abschalten mit Worten. Ja, das war doch ein bisschen abstrus, weil im Rettungsdienst hast du ja das Kontrastprogramm. Das heißt also, du spritzt halt etwas, was direkt eine Wirkung auslöst. Und da geht es jetzt im Kern nicht um Reden. Ja, obwohl das ulkig ist, weil in dem Zustand, wenn jemand extrem verletzt irgendwo da liegt, ja, ist der hochsuggestibel. Das heißt, das, was du ihm da sagst, das wirkt sehr gut. Also jetzt hypnotisch gesehen. Kann ich mir vorstellen, ja. Und da kamen jedenfalls Welten aufeinander. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass ich in dem Jahr, wo ich meinen Opa gepflegt habe, der hatte zum Schluss, der hat früher im Korund gearbeitet, also so Steinstaub verladen, hat er eine Staublunge bekommen und hat dann Lungenkrebs entwickelt. Und in der Schlussphase, ja, das kennen diejenigen, die schon mal eine Krebserkrankung mit begleiten durften, da ist nicht mehr viel dran. Der war also ziemlich dünn, den konntest du mit zwei Händen in die Badewanne setzen. Und da ging ohne Morphin im Kern gar nichts mehr. So. Wenn wir uns aber unterhalten haben, wenn wir Spaß miteinander hatten, ja, wir hatten eine sehr enge Beziehung zueinander, da ging das ohne Schmerzmittel, da hat das funktioniert. Und in dem Rückblick dann mit den ersten Kenntnissen rund um dieses Thema Hypnose und Beeinflussung, da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gesagt, das ist ja ulkig, du hast ja im Grunde nichts anderes gemacht, als den hypnotisiert im Kern. Ja, also wenn wir davon ausgehen, du fokussierst Aufmerksamkeit nach innen, auf inneres Erleben und blendest unwichtige Dinge, auch was im Außen ist, weitgehend weg. Das kann man vielleicht so mal als Trancezustand, als eine mögliche Definition mal so stehen lassen. Dann haben wir da nichts anderes als eine Hypnose in so einem Gespräch. Und dann hat es mich angefangen, so richtig zu interessieren. Ja, und ich habe beruflich dann erstmal ganz ordentlich eine Bankausbildung gemacht. Ich bin dann recht zügig, kurzfristig über einen Kundenberater, dann in eine interne Abteilung. Zum Schluss war ich Fusionsbeauftragter für die Abteilung, in das Bankgeschäft reingegangen. Fusionen heißt allerdings auch wieder, da sind Leute, die haben Ängste. Was ist denn, wenn mein Job morgen nicht mehr da ist? Ja, also so in diese Richtung ging das dann. Da sind wir dann auch wieder bei den weichen Themen gewesen. Und ich hatte in der Zwischenzeit halt die Hypnose-Ausbildung gemacht. Ich hatte Coaching schon mal Themen in Ausbildung gehabt, NLP-Ausbildungen gemacht über die Zeit. Da konnte ich das auf einmal verbinden. Projektmanagement mit NLP und Hypnose und Sprachmuster. Und es hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, Mensch, also so Zahlen, Daten, Fakten, das ist zwar ein nettes Handwerk, also so mal ganz privat, ja, also für Unternehmensführung und so, aber die Menschen dahinter und mit welchen Ängsten die da umgehen und wie die da ihren Change-Prozess, ihre Veränderungen da irgendwie managen müssen, das hat mich mehr gereizt. Ja, so. Und mit der letzten Fusion habe ich mir dann halt, ich war zu dem Zeitpunkt kommissarischer Abteilungsleiter, habe dann die Stelle nachher nicht gekriegt, weil wir einen Vertriebsleiter übrig hatten sozusagen. Der hat die Stelle dann gekriegt. Das war auch okay. Ich war halt zu der Zeit jung, ja, Mitte 20. Und ich werde auch nicht vergessen, ich habe dann zum Schluss mit meinem damaligen Vorstandsvorsitzenden ein Gespräch geführt. Und da ging es dann um Qualifikationen. Und ich habe immer meine Ausbildung neben der Bank gemacht. Also nicht vom Arbeitgeber bezahlt, sondern alles nebenher. Und wenn es um Qualifikationen ging, konnte ich immer was auf den Tisch legen und sagen, da habe ich was und da habe ich was. Aber da ging es im Kern gar nicht drum. Und die Aussage zum Schluss war, naja, Sie sind ja auch so jung, dann warten wir mal so 8 Jahre. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ja, dann gehe ich. Dann können Sie ja warten. Mhm. Dann warten Sie, ja. Also, und das war natürlich ein bisschen, naja, sagen wir mal, man kann sagen, jetzt unüberlegt oder aus dem Affekt heraus, weil ich hatte nichts anderes. Habe aber dann mich beworben und bin dann gewechselt in eine Personalberatungsgesellschaft, also Unternehmensberatung. Das war damals eine Top-10-Gesellschaft, international Headhunting, also Middle-Top-Management, international in den Times-Märkten. Telekommunikation, IT, neue Medien, ja, das war ja zu der Zeit noch eine spaßige Angelegenheit. Habe da ganz interessante Leute kennengelernt. Das war wirklich sehr schön, habe aber auch festgestellt, dass es zwar um fachliche Eignungen ging. Ja, ich habe
das habe ich eben so ein bisschen geschludert, parallel noch Arbeitsorganisationspsychologie so ein bisschen studiert. Das, was ich verbinden konnte, war dann auch da wieder, ich will mich verändern, ich will eine neue Position. Da kamen die Leute rein und haben so ihre Zeugnisse und ihren Lebenslauf und das alles mitgebracht. Aber ich durfte dann feststellen, da geht es im Kern auch nicht drum. Sondern die Leute werden wegen dieser Fachlichkeit eingestellt und werden im Kern wegen ihrer Persönlichkeit wieder rausgeschmissen. Ja, genau so. Also wenn es nicht passt. Und ich habe dann geschaut, dass ich mit den Kunden, also mit denen, die uns beauftragt haben, sehr genau geschaut habe, wen suchen die da eigentlich, welchen Typ. Dann habe ich natürlich diesen Search-Prozess gestartet, habe die Gespräche dann nach und nach auch führen dürfen, habe vertrauliche Berichte angefertigt, also im Grunde psychologische Einschätzungen zu diesem Menschen. Und im besten Fall haben wir nachher einen gehabt, der die Stelle dann auch besetzt hat. Und ich habe auch zu vielen heute noch Kontakt. Also so schlimm wird es wohl nicht gewesen sein mit mir. Nur, dass wir heute halt eine andere Basis haben. Das heißt, ich unterstütze die natürlich gerne dann auf ihrem Karriereweg weiter. Und bin halt heute an genau dieser Schnittstelle, wo ich diese ganzen Dinge, die ich eingesammelt habe, verbinden darf. Sowohl von der fachlichen Seite, ja, so wie kann ich im Alltag mich karrieretechnisch da weiterentwickeln, wie kann ich aber auch die pragmatischen Dinge mit einbeziehen, Selbstmanagement, zum Beispiel fällt da ganz extrem rein, Digitalisierung, ich bin so ein kleiner Techie-Freak, ja, immer noch, das hat mich immer interessiert und das kann ich an der Stelle mitverbinden und sagen, okay, wie geht mir die Digitalisierung auf den Senkel, auf Deutsch gesagt, ja, was macht das nervlich mit mir, welche Ängste kommen auch da wieder auf, wo geht die Reise hin, schaffe ich das, bin ich da zu alt zu, ja, ich habe also viele, die so Anfang, Mitte 50 sind und sagen, oh, Digitalisierung, ja, da muss ja nicht unbedingt sein, ja, das sitze ich aus, ja, wenn wir dann denken, okay, du gehst bis 70 locker arbeiten demnächst, dann willst du da noch 20 Jahre rumsitzen. Ja, das hat damals schon nicht funktioniert. Und ich möchte gerne den Spaß rauskitzeln bei den Leuten. Spaß an Veränderung, Spaß an Lernen. Das ist ein Prozess. Ich selber habe da ganz viel Freude dran. Ich lerne immer weiter. Und wenn ich irgendwas nicht kann, dann merke ich, wie so ein sportlicher Anreiz aktiviert wird bei mir. Und dann kann ich mich in Themen auch richtig schnell reinknien und mich damit auseinandersetzen. Und das weiterzugeben in den Coachings und zur Not halt auch diesen formalen Therapiecharakter damit dranflanschen. Wobei ich dazu sagen muss, also wer zu mir kommt und sagt, oh Gott, mir geht's so schlecht, ich möchte gern einmal 50 Minuten die Woche über die nächsten 5 Jahre mit Ihnen da so, ne? Der ist bei mir falsch. Also ich bin sehr lösungsorientiert, sehr pragmatisch an der Stelle. Ich sitze hier auch nicht im Räucherstäbchenkreis. Ohne Räucherstäbchen jetzt irgendwie zu verteufeln, ja, ich mag die grundsätzlich auch gern, aber halt in meinem Klientel, in dem ich meistens arbeite, die können da nicht so wirklich viel im ersten Schritt mit anfangen. Die weiche ich dann über die Arbeit ein bisschen gegebenenfalls auf, mache die sensibel für bestimmte Themen, aber im Kern geht es darum, wie kann ich zeitnah Lösungen für meine Themen entwickeln, damit ich wieder mehr Freude drin habe, in dem, was ich tue und in dem, wie ich bin. Toll. Also da brauche ich ja gar nicht so viel anstellen. Ich finde das wunderbar. Die Leute, die ich interviewe, die immer nur und egal, was ich für Fragen habe. Ganz toll. Berufskrankheit, Silvia, ist Berufskrankheit. Sorry. Nein, das ist ja alles. Und du musst dich ja nicht entschuldigen. Wofür denn? Dafür, dass du das toll machst? Nö. So, also, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die dann auch so, weil ich finde diese Schnittmengen so total toll. Mhm. Das ist ja genauso wie bei mir, mit diesen Zahlen, Daten, Fakten. Deswegen habe ich ja fast nur Mandantinnen. Ne? Ja. Weil die wollen zwar möglichst Unterhalt haben und die wollen das mit dem Haus irgendwie aufgeteilt haben, aber im Grunde genommen möchten die doch, dass es den Kindern gut geht. Und eigentlich wollen sie auch wieder anfangen zu arbeiten, aber wie soll ich das machen? Ne? Und das hat alles überhaupt nichts mit Juristerei zu tun. Das ist mir aber auch jetzt aufgefallen, als ich dann selber in der Situation war. Ne? Als ich gesagt habe, mir helfen hier meine bisherigen Zahlen, Daten, Fakten, Tools überhaupt nicht. Ich muss da mal ein bisschen tiefer ran. Ne? So, und dann kommt das ja, das fand ich auch so schön eben, Veränderung. Also das, was sie haben, die Menschen, das ist Kacke. Keine Diskussion. Die wollen da weg.
Aber verändern, nee, doch lieber nicht, ne? Weil verändern ist ja irgendwie so, was der Bauer nicht kennt, das will er nicht, ne? Oder da hat er Angst vor. Und deswegen habe ich neulich, irgendeiner hat das gepostet und weiß ich, da habe ich mit dir nicht drüber gesprochen oder ich rede ja immer, weiß ja immer nicht mehr. Aber ich fand es total toll und ich habe es auch gepostet. Veränderung werde ich jetzt in Zukunft in meinen Formulierungen immer durch Entwicklung ersetzen. Ja. Weil Veränderung heißt ja, das, was ich bisher gemacht habe, ist Kacke. Also so, das ist da so als Urteil mit drin. Wenn ich aber sage Entwicklung, dann kann ich aufbauen auf das, was ich schon geschafft habe und gehe dann weiter. Und da haben die Leute nämlich Lust drauf, auf Entwicklung. Also jedenfalls eher als auf Veränderung. Ja, ich habe den Post von dir gesehen. Ich habe dann natürlich kräftig gezuckt, weil bei mir heißt ja Jan von Berg Veränderungsmanagement. Ja, gesagt, jetzt muss ich alles umbenennen. Nein, es kommt, es ist eine Interpretationssache. Also für mich zum Beispiel ist Veränderung etwas sehr Positives. Ja, keine Frage, wenn du da durch bist. Und ich freue mich auch. Ja, nur wann ist man durch? Ja, also ich, für mich. Nein, ist, ich meine durch bist, dass du den Kompass umgestellt hast. Das habe ich vorhin auf dem Spaziergang auch so gedacht. Als es dann anfing zu regnen, dann dachte ich, ach du, nee, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Und im zweiten Schritt habe ich gedacht, nee, Moment mal, wie ist denn dein Kompass jetzt eingestellt? Du hast im letzten Moment noch entschieden, den Schirm mitzunehmen, weil im Radio gesagt hat, es kommt was. Ne? Also Kompass. Dann deswegen, das meinte ich jetzt mit durch. Ne? Ja, also ich gebe dir recht. Veränderung kann eine interessante Reaktionen auslösen. Wenn du zum Beispiel einen Change-Prozess hast in einem Unternehmen, ja, klassische Umstrukturierung, Fusion oder irgendwie sowas, dann mach dir mal den Gag, dann nimmst du den Koffer mit. Du hast ja am Anfang normalerweise Betriebsversammlungen oder Teamversammlungen oder so, wo es dann im Kern darum geht, was kommt da auf uns zu, wie sieht das Ganze aus, gucken schon mal, ob wir Multiplikatoren finden, die wir da für den weiteren Prozess entwickeln können. Und dann nimmst du den Koffer und stellst ihn auf den Tisch und sagst, liebe Leute, ich habe einen ganzen Koffer voll Veränderung für Sie dabei. Ja, dann siehst du den größten Teil der Leute und sagst, oh Gott, Veränderung. Ja, so, und ein paar, ja, mal gucken, aber sind irgendwie doch ein bisschen neugierig. Und ein paar, die sind dann schon interessiert und gucken. Damit hast du dann direkt deine möglichen Multiplikatoren. Die kannst du dann schon mal direkt dir schnappen. Ja, also insofern kann dieser Begriff natürlich einfach polarisieren. Ja. Für mich ist erstmal in den Erstgesprächen wichtig, eine Bestandsaufnahme, eine Standortanalyse zu machen. Wo bin ich denn da jetzt gerade? Du hast ja gerade gesagt, die Leute kommen ja nicht zu mir, weil alles so super dupi ist, sondern weil irgendwas hakt. Entweder eine Situation, die richtig blöd ist, ja, sie sitzen im Mist drin, den sie zwar kennen, aber den sie blöd finden. Oder das bei einem Leistungscoaching, ja, das gibt es ja auch, also man darf ja nicht alles in einen Topf schmeißen, sondern es gibt auch Leute, die sind in dem, was sie machen, schon sehr gut, möchten aber gerne noch besser werden, die möchten sich weiterentwickeln. Da bin ich bei dir bei der Potenzialentfaltung oder Potenzialentwicklung. Ja, und da habe ich eine sehr schöne Entwicklung, die ich sehe über die letzten Jahre, dass Menschen wieder verstärkt auf Wertesysteme setzen. Ja. Der Gerald Hüther, Professor Hüther, der hat jetzt gerade ein sehr schönes Buch herausgebracht mit dem Titel Würde. Okay. Auch als Hörbuch übrigens. Ich kann es sehr empfehlen. Ich hätte mir gewünscht, wenn er es selber gesprochen hätte. Er ist ja da, finde ich zumindest, vom Typ her einfach prädestiniert. Ja, das ist diesmal nicht der Fall. Bei vielen anderen Sachen hat er das ja gemacht. Aber es geht im Kern darum, ist das, was ich da tun muss, was mein Chef von mir verlangt, unter meiner Würde, ohne das arrogant zu sehen, sondern geht es an den Kern meiner Persönlichkeit. Kann ich das würdevoll tun? Kann ich mit meinem Gegenüber auf Augenhöhe würdevoll kommunizieren? Ja, also das ist wirklich packt gerade meine Arbeit so am Kern nochmal. Deshalb, da habe ich mich so gefreut, das in einem solchen Buch wiederzufinden. Das macht richtig Spaß. Das ist auch ein wundervoller Ansatz. Das ist, ja, ich habe auch, also Bücher sind ja, auch wenn ich die jetzt nicht mehr eben, das, vielen Dank für den Hinweis, dass es auch als Hörbuch geht. Gerne. Aber der Joe Dispenza hat ja auch was Neues rausgebracht, was da heißt, werde übernatürlich.
wo man sich dann einfach mal so ein bisschen, also ich habe viele Kapitel da Ostern inhaliert, wo man sich so bewusst wird, wie übernatürlich man eigentlich schon ist, was man so, also man muss ja einfach mal tiefer gucken und das finde ich immer so schade mit diesem, das ist genau das, was ich so faszinierend finde hier, Potenzialanalyse, die Menschen sitzen hier, sind, es geht ihnen, ne? Und dann mache ich so Lebensrat mit denen und guck mal so, wo bist du denn und was hast du denn und wo willst du denn hin? Und dann kommt auf einmal irgendwann die Dankbarkeit ins Spiel, wo sie dann merken, oh, eigentlich streiche das eigentlich, das lernen sie dann auch noch, eigentlich bin ich ja ganz toll. Ne? Die blicken dann so auf 20 Jahre Ehe zurück und sagen, also, so schlimm war das ja jetzt gar nicht. Also ich meine, es ist auch nicht nur schlimm, sondern es ist ganz, ganz viel Tolles geschafft und es nützt ja gar nichts, wenn ich eben irgendwo bin und will mein Potenzial auspacken und noch weitermachen. Es nützt ja gar nichts, sauer nach hinten zu gucken. Ich nehme die Säure ja mit. Ja. Ne? Also ich nehme mich ja auch mit in die nächste Beziehung, wie das immer so schön gesagt wird. Ne? Ja, richtig, genau. Das trifft im Grunde auch meine, ich habe hier drei Punkte, mit denen ich in die Arbeiten einsteige. Ob das jetzt Coaching ist oder Therapie, ist im Kern im Grunde egal. Mhm. Therapie im Übrigen nur dazu, für mich sind Menschen per se erstmal nicht krank, ja, sondern Menschen haben aufgrund ihres Entwicklungsprozesses einen Status erreicht, der entweder bei ihnen selber eine Situation auslöst, wo sie sagen, das will ich so nicht mehr, das kann ich so nicht mehr, das tut mir nicht gut, ja, ich fühle mich krank, ich leide darunter, ich habe einen Leidenswert entwickelt, oder dass vielleicht das Umfeld das sagt, ja, das ist dann häufig deine nicht vorhandene persönliche Krankheitseinsicht, die kommen aber auch nicht zu mir, wobei man dazu sagen muss, das ist häufig dann so, dass die auch woanders besser aufgehoben sind, ja. Naja, ist eine andere Geschichte. Bei den drei Schritten, mit denen ich vorgehe, ist der erste immer Akzeptanz. Also zu akzeptieren, dass die Dinge im Moment gerade so sind, wie sie sind und das versuchen, weitgehend wertfrei zu sehen, ohne dass direkt eine starke emotionale Reaktion kommen muss. Da sind wir ja total froh, wenn wir aus Köln sind, weil da ist ja schon der erste Satz vom Kölnischen Grundgesetz. Es wird ist. Richtig, genau. Da gebe ich fast gelassen. Also der klassische Kölner, der kann mit dem Thema Coaching sicherlich sehr viel anfangen. Das ist aber für viele der schwierigste Schritt, ja, das zu akzeptieren. Weil ich nehme mal ein Beispiel aus dem Krankheitswert, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Krebserkrankung beispielsweise. Also ich mache, seit ich damals mit Hypnose angefangen habe, begleite ich aber mehr Charity-mäßig, also Therapie im Bereich Krebs, ich suche mir da ganz genau raus, mit wem ich da arbeite und was wir da tun. Und da ist ganz wichtig, die Leute zu packen an einem Punkt, wo die vom Arzt normalerweise lernen, sie haben einen Tumor, sie müssen kämpfen. Ja, also das ist der Begriff, der kommt. Sie müssen kämpfen, weil wer nicht kämpft, der hat verloren. So, und das Erste, was ich an der Stelle versuche mit den Leuten, die zu mir kommen, anzugehen, zu sagen, hör jetzt mal mit dem Kämpfen auf. Ja, erstmal die Frage ist ja, okay, gegen was oder wen kämpfst du denn da? So, dann sagen, ja, gegen den Tumor. Ja, sagen, okay, was ist der Tumor? Ja, das sind so Körperzellen. Ja, meine ich, okay, wer hat dir die denn da so an den Körper gehängt? Ja, dann gucken die mich an und sagen, ja, ja keiner, das sind ja meine Körperzellen. Ja, das heißt, im Kern, um es jetzt abzukürzen, die kämpfen die ganze Zeit gegen einen Teil von sich selbst. Ja. Das macht nicht wirklich Sinn, weil dann kann ich auch nie 100% gewinnen. Weil da muss ja dann ein Teil von mir verlieren. Mhm. Kampf. Macht keinen Sinn. Ja? Und ob ich das jetzt auf körperlicher Ebene habe oder auf geistiger Ebene. Meine mentalen Programme sind ja auch nicht aus Versehen da. Die fallen ja nicht vom Himmel. Ja? Sondern ein Teil ist vielleicht eine Anlage, Rest habe ich adaptiert, gelernt durch Erfahrungen und so weiter. Das ist halt aus mir selbst heraus entstanden. Das habe ich erschaffen, wenn man das mal so ausdrücken will. Und was ich erschaffen habe, kann ich auch wieder verändern. Deswegen ist Veränderung für mich oder entwickeln, wie du es auch jetzt ausdrücken möchtest. So. Und wenn ich da also meinen Frieden mitmache und sage, pass auf, wir tauschen das Wort kämpfen gegen aktiv sein. Mhm. Ja, ich werde aktiv.
dann kann ich das mit einer inneren Gelassenheit im besten Fall angehen. So. Genau, das ist der Unterschied zwischen Opfer und ja, das Opfer reagiert nur. Und wenn ich mir ein Programm mache, wenn ich der Chef bin, dann agiere ich. Ja, ich sage mal, du musst das Zepter wieder in deine eigene Hand kriegen. Ja? Ja. Ist genau das Gleiche, wenn Menschen in Krisensituationen sind. Ja, die suchen dann immer jemanden, der mir hilft. Weil gesagt, den gibt es im Zweifel nicht. Die helfende Hand ist am Ende deines eigenen Armes im besten Fall. Ja, und die suchen auch jemanden, der schuld ist. Und den gibt es auch nicht. Das ist ja auch häufig das Ding. Diese Schuld- oder Opferrolle, ne, den Schuldigen suchen, da gebe ich dir vollkommen recht, den gibt es meistens nicht. Und es macht auch keinen Sinn, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Nee. Ja, das wird ja häufig auch, naja, sagen wir mal, bei vielen so Positivdenkern. Ja? Du bist es selber schuld. Ja? Darum geht es ja gar nicht. Sagen wir mal so, ich habe sicherlich eine Verantwortung für Ergebnisse, die ich im Moment gerade habe, einen Status, weil ich irgendwann mal Entscheidungen getroffen habe, die dazu geführt haben, dass heute die Dinge so sind, wie sie sind. Es geht aber nicht um Schuld. Mhm. Ja, ist ganz wichtig. Der zweite Schritt in meiner Arbeit ist die Regression, ja, so zurückzugehen an den Ursprung von Themen und zu gucken, wie kann ich die, wie kann ich die heilen, wie kann ich die bearbeiten, sodass sie ihre emotionale Verknüpfung loslassen. Ja, es geht da um Loslassen. So, und dann... Auch ein geiles Thema. Ja, und dann geht es im dritten Schritt um progressive Arbeit, das heißt also Progression, zu gucken, wie kann ich meine Zukunft denn aktiv gestalten, ja, und wie kann ich die Dinge in meiner Lebensgestaltung verankern, von denen ich gerne möchte, dass sie dann auch irgendwann kommen, ja. Ich bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht so der Freund von... Ich bestelle das jetzt beim Universum und dann kommt das, weil das hat so ein bisschen wieder was von, ich gebe das ab und irgendjemand liefert es mir. Ja, so sehe ich persönlich das nicht. Ich gestalte das schon selber. Ich kann meine Wahrnehmung hin auf diese Sachen verstärken. Das Filter. Sind aber Sachen, die sind auch schon da, genau, die Filter verändern. Die sind dann in meiner Wahrnehmung sehr präsent. Ich kann mich direkt mit den Dingen auseinandersetzen. Ich kann andere Entscheidungen treffen. Ich habe die Chance, wirklich das Positive in mein Leben reinzuziehen, dann auch, was ich da gern haben möchte. Ja, das Beispiel, was ich da immer bringe, ist das mit den schwangeren Frauen. Wenn du schwanger bist, dann auf einmal ist, egal welche Jahreszeit, ja. Du begegnest nur noch Schwangeren und vorher hast du gedacht, wo waren die denn vorher? Ja. Oder der Manager, der sich seinen Jugendtraum erfüllt, sich sein Cabriolet, sein Besonderes kauft und auf einmal sieht er nur noch andere mit diesem Cabriolet rumfahren. Ja. Das ist schon nicht mehr so toll. Ja, so. Ja, dann hat er aber ein Ziel, wenn er das nicht mehr so toll findet, dann hat er ein Ziel von jemand anders verfolgt und nicht sein eigenes. Ja, es kommt dann häufig als Einsicht, dass wenn wir, egal bei welchem, ob das jetzt das Cabriolet ist oder die tolle Stelle, ja, die Vorstandsposition im Unternehmen, ja, wo vielleicht der Vater früher gesagt hat, ah Junge, du musst arbeiten, ne, und Disziplin zeigen und dann wirst du irgendwann Vorstand. Ja. Gut, wenn derjenige nachher damit glücklich ist, ist es ja auch in Ordnung. Ja? Also es geht nicht immer darum, festzustellen, okay, ich habe jetzt hier 20, 30 Jahre das Ziel meines Vaters verfolgt und bin damit todunglücklich. Es kann ja durchaus auch zu einem Status von Glück führen. Klar. So, also nicht jeder muss da als Eremit irgendwo in der Wüste im Erdloch hocken, um in Abwesenheit jeglicher materiellen Dinge, ja, sein Glück zu finden. Ja, das ist häufig übrigens bei Personen in so einem Gesundheitsbereich auch das Thema, ja, ja, dass sie denken, irgendwie, ich darf da auch kein Geld verdienen. Das sind so Glaubenssätze, die ganz weit verbreitet sind, ja, weil das gehört sich ja nicht. Ja, also, aber es ist, also wenn Gesundheit nicht wichtig ist, was denn dann? Und wenn ich damit dann kein Geld verdienen darf, dann stimmt irgendwas total nicht. Also so sehe ich das. Aber ich kenne auch genug davon und das ist auch sehr schön. Ich mache ja auch super gerne hier dann direkt im Anschluss an irgendwelche Auflösungen von Ehen gleich mal ein Existenzgründungscoaching noch dazu. Was kann ich denn mit dem Potenzial, was ich da jetzt frei geschossen habe, was kann ich denn damit noch machen? Ja. Und da ist dann auch viel Potenzial, ne?
Ja, bin ich übrigens ganz bei dir, wenn ich hier mit Unternehmern zu tun habe. Also ich arbeite sehr gerne mit... Sonne kommt. Sehr schön. Bei mir ist irgendwie bewölkt immer noch. Guck mal hier. So weit weg da hinten. Ne? Das ist ja, ja. Wenn ich hier mit Unternehmern zu tun habe, ja, die sind aktiv im Normalfall. Die haben irgendwann entschieden, ich nehme mein Leben in die Hand. Ich möchte gerne bestimmte persönliche Ziele für mich damit erreichen. Häufiger Wert, Grundwert ist Freiheit. Ja, nicht mehr abhängig zu sein von Entscheidungen, die irgendjemand anders für mich trifft, sondern selber Entscheidungen zu treffen. Okay. So. Ganz viele andere Gründe gibt es auch. Und wenn ich die ein Stück begleiten kann, wenn ich denen, sagen wir mal, behilflich sein kann, ein paar Hemmschuhe der Vergangenheit loszuwerden, nach vorne zu gehen, eine gewisse Balance zwischen Antrieb, aber auch Entspannung mit reinzunehmen, damit sie langfristig performen können, wie es so schön heißt. Ja, die machen ja, viele machen das so, als würden sie einen Sprint hinlegen. Vergessen aber, eigentlich laufen die da einen Marathon. Ja, so, und dann machen die am Anfang ganz viel und operative Hektik und noch hier ein Projekt und das und das und das. Herrlich, und dann habe ich sie da sitzen und die sind total baff, platt, ausgelaugt, antriebslos, was auch immer. Und dann läuft das alles nicht. Dann haben sie die Finanzen vergessen, dann haben sie dies vergessen und jenes vergessen. Und ich habe vor etlichen Jahren mal ein Gründernetzwerk gegründet, ja, zur Unterstützung von Existenzgründern und Unternehmern, weil genau das ist für mich eine tragende Säule in der Gesellschaft, ja, der Mittelstand. So, und wenn ich die da unterstützen kann, sagen, du kannst auf der einen Seite deinen Traum leben, du kannst für dich, für deine Beziehung im besten Fall das positiv entwickeln, dass es in die richtige Richtung geht. Du kannst damit was für eine Gesellschaft tun. Ja? Ein Politiker schafft keine Stellen im Normalfall. Ja? Das macht ein Unternehmer. Also auch für andere eine positive Grundlage schaffen. Wenn das auf sauberen Wertesystemen beruht, kannst du damit wirklich tolle Dinge auf den Weg bringen. So. Und wenn ich das ganz am Anfang mit unterstützen kann oder vielleicht auch perspektivisch mit unterstützen kann, gegebenenfalls auch zu sagen, okay, wenn du kein Geld hast für das Coaching am Anfang, dann beteilige ich mich damit am Unternehmen oder wie auch immer. Ja, da gibt es ja ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann mir das nicht leisten, ist auch ein super Thema. Ja, so, dann mache ich im Zweifel gerne einen Beteiligungsdeal. Ja. Das, da kommt halt der Banker, ja, ich habe ja damals halt auch solche Sachen da mit betreut. Hobbymäßig. Da gibt es tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Aber die Erwartungshaltung bei einigen, meistens dann im Angestelltenverhältnis, muss ich dazu sagen, weil die Denke ist anders. Ja. Stichwort Krankenkasse, ich gehe dahin, die Krankenkasse bezahlt das. Das kann natürlich bei wichtigen Themen sehr hilfreich sein. Dafür haben wir diese tollen Versicherungen, dafür gibt es das alles, dafür ist das entwickelt worden. Aber bei Dingen, die meine Eigeninitiative erfordern, das sage ich auch den Leuten, die zu mir in die Ausbildung kommen mit Hypnose, die sagen, also wenn du eine Rauchentwöhnung für 10 Euro machst, dann wirst du häufig am Ergebnis sehen, welchen Wert das Ganze hat. Nämlich das ist tatsächlich, das hört sich jetzt ein bisschen böse an vielleicht, aber die psychologische Komponente in Bezug auf die Wertigkeit einer Leistung äußert sich im Energieaustausch und der Energieaustausch ist in dem Fall dann im Zweifel das Geld. So. Und ich muss persönlich sagen, gerade bei einem Raucher, der zum Nichtraucher werden will, der spart sehr schnell sehr viel Geld ein. Das heißt, die Rauchentwöhnung kann grundsätzlich auch richtig Geld kosten. Weil das der erste Schritt ist, will derjenige das wirklich? Oder sagt er, naja gut, da habe ich halt ein bisschen probiert und wenn es halt nicht klappt, dann ist auch gut. Ja? So. Ja. Und, ich kenne einen Kollegen, der hat für die Rauchentwöhnung 2000 Euro genommen. Ja, und was ich da auch noch wieder, wo ich jetzt noch mal einhaken kann, weil ich weiß nicht, irgendwann zeigt das an, wann die 40 Minuten vorbei sind. Man darf ja, oder hast du so einen bezahlten Account? Ja. Du kannst reden, also irgendwie zeigt das hier nicht an. Okay. Die kommen ja zu dir, die haben 20 Jahre geraucht. Ne? Ja. Und dann wollen die nach 10 Sitzungen, die dann in 10 Wochen waren, soll das dann vorbei sein?
da ist ja auch noch sowas. Genauso kommen hier Menschen hin, die sind 20 Jahre verheiratet. Und es hat auch 20 Jahre gebraucht, ja, um das aufzubauen, was sie da so in den Sand gesetzt haben. Ich arbeite ja erstmal raus, was da noch gut, was können wir da noch erhalten, was nehmen wir als Fundament fürs Weiterleben. Ja. Aber trotzdem, es ist ja so, dass es ganz, ganz lange Prozesse sind und wir sollen dann, wir kommen dann hin und die Erwartung ist, mach mal weg. Aber schnell wegmachen, ne? Mhm. Genau. Und Arm abhacken, also den Mann, der ist, ne? Mhm. Wo die Kinder dabei bleiben, die auch zur Hälfte aus dem Mann bestehen, das fragt sich nicht jeder, aber gut. So, und ich sage immer, ich brauche ungefähr 10% der Zeit, die das gebraucht hat, das aufzubauen, um es wieder runterzufahren. Ja. Also wenn Leute 20 Jahre verheiratet sind, dann brauchen die auch ungefähr 2 Jahre, um danach, also jetzt hier meine Frauen, vor allen Dingen, um nach 2 Jahren dann dazustehen und zu sagen, okay, das bin wirklich ich, das habe ich erreicht. Und da will ich jetzt hin. Ja. Das dauert ungefähr 2 Jahre, wenn die 20 Jahre so verbunden waren. Mhm. Bei 10 Jahren kann man das in einem Jahr schaffen. Es kommt natürlich auch so auf den Typ an. Mhm. Aber es ist nicht möglich, um zu sagen, wenn keine Eigenarbeit vorher schon in anderer Form stattgefunden hat und sie hier völlig unbearbeitet hinkommen, nicht möglich zu sagen, ja, früher hat mein Vater immer gesagt, willst du schnell geschieden sein, finde dich bei Schodruch ein. Der Spruch hat was. Nur, das war dann eher noch so eine andere Mentalität. Da ging es dann darum, dass man außergerichtlich irgendwie alles geregelt hat und gar nicht zum Notar musste oder sich nicht gestritten hat, sondern einfach nur so, ja, mehr so, der Unternehmer sorgt für sich, ne? Ja. Aber, also, es dauert einfach auch. Ja, also bei der Hypnose, sowohl im Coaching wie auch in der Therapie, es geht grundsätzlich schon relativ zügig, bis Veränderungen eintreten. Also nur mal, damit du so einen Rahmen hast. Ich meine, ich mache das jetzt hauptberuflich 17 Jahre. Insgesamt 26 Jahre Hypnose. So, also das, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, ich sage, ich glaube, ich bin mittlerweile ganz gut. Ja. Du bist erst 44. Ja, richtig, genau. Ich habe ja mit 19 angefangen. Also der Hintergrund ist, wenn die Leute kommen zur Rauchentwöhnung beispielsweise, mach das weg. Ich gebe dir grundsätzlich recht, das ist natürlich eine Gewohnheit vor allen Dingen auch. Ja, es ist auch eine Suchtthematik, kann man so sehen. Ja. Im Kern, meine Erfahrung, es ist aber egal, ob die jetzt 10 Jahre, 2 Jahre, 50 Zigaretten oder 2 oder was auch immer am Tag geraucht haben. In dem Moment, wenn ich einen Entscheidungsmoment habe, wo ich eine Entscheidung treffe, kann mein Gehirn die sehr schnell umsetzen. Mein Gehirn ist nicht dafür gemacht, Entscheidungen über Jahre hinweg zu ziehen. Das ist das, was ich eben meinte mit, ich komme einmal die Woche 50 Minuten über die nächsten 5 Jahre zu Ihnen. Ja, das ist nicht mein Arbeitsmodell. Eine Rauchentwöhnung biete ich grundsätzlich in einer Sitzungseinheit à 2 Stunden an. So, wenn es notwendig sein sollte, sehen wir uns auch nochmal wieder, so lange wie es halt braucht, im Zweifel. Ja, das ist auch mit drin, ich mache da so ein Package draus. Aber wenn man jetzt nicht gerade 50 andere gravierende Baustellen mit sich rumschleppt und wirklich nur zentriert an dieses Thema rangeht, kann man das auch bearbeiten. Ich sage allerdings auch immer, es geht um Loslassen. Ja. Auch bei den Zigaretten. Ja, es geht ja nicht um die Zigarette. Keiner raucht ja, weil das so toll ist, es zu vergiften, sondern weil es etwas bewirkt. Ja, du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Das sind die verschiedenen Themen, die manchmal ineinander greifen. Das ist Verzahnung, mit dem Eisberg, ne? Weil die Menschen kommen hier hin, also das hat man gerne bei Männern, die dann sagen, die Frau muss weg. Dann wird schon alles wieder gut. Ne? Ja. Meistens ist die Frau gar nicht das Problem, ne? Oder der andere nicht immer das Problem. Ja. Sagen wir es mal so. Ne? Und so ist es bei den Therapiesachen auch. Also viele hätten bei der Hypnose gerne, ne, die gehen dahin, der schnippt 3-mal mit den Fingern, wie man das so sieht in der Showhypnose, da ist das Ding weg, Thema erledigt, aus die Maus. Ja? Das ist es nicht. Also ich sage das auch, ich habe mal so ein Pi mal Daumenwert für mich, den ich rausgebe, wenn ich sage, pass auf, also im Normalfall arbeite ich hier so etwa 10 Stunden mit meinen Klienten.
im Durchschnitt. Das kann mal schneller gehen, das kann auch was länger dauern. Eine traumatherapeutische Arbeit bei wirklich so Highlight-Themen, schwerstraumatisiert, das würde wahrscheinlich dann länger dauern. Bei anderen Themen ist man halt auch schon früher mit fertig. Das heißt aber, es macht keinen Sinn, denen zu sagen, 1, 2, 3 Sitzungen ist alles erledigt, bei allen Themen. Ja, das ist für mich nicht der seriöse Ansatz. Also für mich persönlich nicht. Ja, du weißt das ja auch vorher gar nicht, wie sich das entwickelt. Ja, ich kann ja auch kein Heilsversprechen geben, ist abgesehen davon auch verboten, ja. Aber ich kann auf einen für mich Referenzwert, Erfahrungswert aufbauen und sagen, so, das kalkuliere ich. Ich starte immer mit einem Sitzungsrahmen von 6 Stunden in die Arbeit. Da kann ich ordentlich mit den Leuten arbeiten. Ab der ersten Sitzungseinheit kommen die normalerweise auch in den Veränderungsprozess schon rein. Das merken die auch. Ja, da kommt schon was in die Gänge. Aber dann kann man nachher sehr feintunen, was brauche ich denn noch? Muss ich da noch weiterarbeiten? Ich arbeite immer kognitiv und unbewusst, das heißt immer auf beiden Ebenen, mit Gespräch und auch mit den Trance-Arbeiten, die als eigentliche Hypnose empfinden. Und je nachdem, mit wem ich schon wie viel gearbeitet habe, geht das halt auch hier über diesen Weg. Also neue Medien lassen grüßen. Wenn ich Kunden, ich habe sehr viel aus dem Ausland, die müssen ja nicht jedes Mal anreisen. Ich habe einen Klienten, der kam aus Dubai zum Beispiel, der kam selber hierhin, dann haben wir am Stück ein paar Tage gearbeitet. Aber grundsätzlich, wenn der mich jetzt morgen anrufen würde und sagt, na, mir geht's da gerade irgendwie, können wir eine Session machen, dann geht das auch, Verbindung vorausgesetzt, über diesen Weg auch gut. Ja, und das ist auch, das finde ich auch so. Ich biete mittlerweile das, was ich mache, auch bundesweit an. Ne? Weil das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte immer einmal entscheiden, stimmt die Chemie? Also einmal müssen die Menschen hier hinkommen. Wenn sie dann was weiß ich in Köln ein Seminar geben oder was sie nicht gesehen, ne? Dann können sie das daran anhängen und dann möchte ich hier einmal ein Gespräch haben. Ich habe also im Moment einige, wo die auf Empfehlungen kommen, dann aus München oder Frankfurt, ist egal. Aber wir machen dann einen Termin so. Und dann können die das eigentlich steuern, weil ich mache so vom Programm her, dass ich sage am Anfang einmal die Woche. Ja. Diese Entwicklung, die ich anstoßen möchte und dieses Bewusstsein ein bisschen umswitchen und sowas, das braucht Permanenz. Und deswegen am Anfang ist das einmal die Woche. Und dann mache ich so nach 3 Monaten, gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Können wir den Zeitraum jetzt ein bisschen ausdehnen oder sowas? Und das kann man alles online machen. Also ich muss nur einmal die Person fühlen. Ja, bin ich bei dir, mache ich im Kern genauso. Ja. Für dich ganz kurz zur Info, ich gucke da gerade 1 Stunde 3 Minuten. Aber dann sagt er doch jetzt irgendwann. Nein. Aber trotzdem. Aber die Zuschauer vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen auch an unsere Zuschauer denken. Ja. Und dann würde ich sagen, also ich danke dir sehr. Ich schätze ja alle Gespräche mit dir immer total. Und das war jetzt wieder so ein richtiges Highlight. Ich finde das so schön. Also ich merke auch, je mehr ich lerne, desto mehr kann ich mich auch mit Menschen, die auch so offen sind, Stunden, Tage lang unterhalten. Und da gibt es immer Schnittmengen und da kann man den anderen wieder bereichern, sind wir wieder, ne, kehren wir wieder zum Anfang zurück. Ich fand das jetzt ganz, ganz toll. Dieses Gespräch ist, glaube ich, auch wieder für Leute. Ist so völlig egal, ob die sich für Hypnose interessieren, ob die sich für Scheidung interessieren. Es ist das Leben, was wir hier besprechen in diesen wie kann man das Leben noch schöner, leichter, freudvoller und so machen. Da gibt es halt so verschiedene Sachen. Und egal, was wir für einen Beruf machen. Deswegen ist das auch, wenn mein Sohn jetzt eine Ausbildung macht oder und vorher hat er das gemacht oder das gemacht, der nimmt aus jedem irgendetwas mit. Und wo der in 10 Jahren mal steht, keine Ahnung. Ja. Also diesen geraden Weg, wie das früher postuliert wurde, so muss das sein. Ja, ich glaube, da sind mittlerweile viele an dem Punkt, dass sie sagen, das ist so nicht mehr. Das hat sich alles gewandelt. Der Arbeitsmarkt wandelt sich in den nächsten paar Jahren sowieso durch das Thema Digitalisierung. Diese Revolution. Ja, genau. Und einfach die Dinge einzusammeln, die einem besonders viel Freude machen. Ja, also das, was ich heute mache, könnte ich nicht machen, wenn ich auf meinem Weg nicht diese sehr unterschiedlichen Dinge erlebt hätte. Ja, übrigens gerade auch die negativen Punkte, die
ja, wenn alles glatt läuft, man sagt immer so schön, bei ruhiger See lässt sich jedes Schiff gut lenken, ja. Wenn es mal so richtig in die Binsen haut, da sieht das schon anders aus, ja. Da verlierst du die Nerven, da hast du die Nächte durchgemacht, Schweiß gebadet, aufgewacht. Also gerade was Unternehmer angeht, die kennen das im Normalfall irgendwo. Also ich kenne keinen Unternehmer, der das nicht mal irgendwie erlebt hat. Und wenn, wünsche ich es zumindest den Unternehmern nicht, weil wenn mal eine Krise auftaucht, haut es die dann sehr schnell um im Zweifel. Das soll es auch nicht passieren. Ja. Ja. Und man auch die man kann ja seine Potenzialkiste nicht richtig auspacken, wenn wie will ich denn segeln, wenn ich nicht viel Wind habe und keine Wellen, dann kann ich nicht segeln. Ja, so und eine Sache vielleicht noch so zum Schluss da, das ist eine ganz wichtige Sache, weil die entdecke ich halt auch immer wieder, dass Menschen sich anmaßen, andere zu be- oder verurteilen, auf Basis der Dinge, die sie gemacht haben. Ja, du hast ja da irgendwie dein Leben versaut oder so. Das ist, da sind wir wieder beim Thema Würde und Wertesysteme. Ganz klassischer alter Spruch, du kannst niemanden einschätzen, wenn du nicht seinen Weg gegangen bist. Und da wir das alle nicht können, wir können uns immer nur so ein bisschen annähern. Wir können mal gucken, ja, wo ist der denn gegangen? Welche Erfahrungen hat der gemacht? In meinen Schuhen laufen, richtig? Genau. So, und das ist doch das Spannende dabei. Ja? Ja. Mhm. Lass mal den Groll weg und versuch mal Dinge, die auch in der Vergangenheit geschehen sind, ja, einfach loszulassen, emotional loszulassen, sagen, das Vergangene ist vergangen, deswegen heißt es so, Vergangenheit, und gestalte das, was kommt. Ja, und deswegen, das finde ich auch immer so toll, jeder ist toll. Genau so, wie er jetzt im Moment ist. Ja. Er kann ja gerne den Vorsatz haben, morgen noch toller zu sein. Aber das ändert nichts daran, dass er heute toll ist und vor allen Dingen ist er genug. Weil hier kommen ja ganz viele auch mit so einem Selbstbewusstseinsproblem an und sagen, oh, ich habe nichts geschafft, ich bin nichts, ich habe nichts. Ist ja alles... Ne? Ja. Also jeder ist genau so richtig, wie er ist. Und wie gesagt, besser werden kann man jeden Tag, immer gerne. Das ist ja das Schöne daran. Ne? Hm? Also verändern wir uns doch. Also ich ja. Okay. Ich entwickle mich aber auch noch dabei. In Ordnung. Also ich danke dir tausendmal. Du darfst jetzt mal Stopp drücken, dann können wir noch zum Privatteil kommen. Okay. mach mal. Ich will ja, da ich danke dir ganz herzlich für die Einladung zum Interview. Ich wünsche deinen Zuschauern und Zuhörern alles Gute. Und wenn irgendeine Frage auftaucht oder so, wer mich da irgendwo googelt, kann mir gerne eine Nachricht zukommen lassen. janvonberg.com gibt es alle Infos, die man so haben möchte. Und wie gesagt, ich antworte normalerweise recht zeitnah. Ich möchte das ja auch gerne bei YouTube noch hochladen. Dann mache ich deine Verbindungsdaten da und dann möchte ich noch das Buch von dem Professor Hürter verlinken und von der Bronnie Ware, das kennst du bestimmt auch, was Sterbende bereuen. Das ist auch immer gut, wenn man mal so einen anderen Blickwinkel hat. Gut, okay. Silvia, ich danke dir schön. Ich habe zu danken. Tschüss.